Und damit ein Herz, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Runde. Ich habe gerade festgestellt, der Super-GAU ist eingetreten. Der Strom hat irgendwie nicht gereicht. Die lange Tour hat irgendwie dafür Sorge getragen, dass unser Kühlschrank abgetaut ist. Wir haben sozusagen eine ganze Menge Müll im Kühlschrank. Ach, ist das ärgerlich. Und ich hatte mir doch vorgenommen gehabt, wenigstens einmal jedes Mal reinzuschauen. Und nun? Ja, Freunde. Was passiert? Gehen wir mal rüber. Hack. Sollte aber nicht. Heißt, wir müssen den ganzen Quatsch neu aufbauen. Wir haben zu essen, zu trinken. Das ist jetzt nicht so, dass uns das jetzt tierisch stört. Mal gucken, was hier hinten im Stall los ist. Belegt Küken. Also wir hätten Milch und Co. haben wir alles noch. Also das wäre jetzt nicht das Problem. Aber guck mal hier. Selbst die Tiere verhungern. Ich weiß nicht, warum Mike nicht erntet. Alles leer. Ich weiß es nicht. Wenn er nicht mal zu essen hat, ist ja dann klar. Aber wenn er nichts Essbares wieder reinpackt in die Kisten, wird das schwierig. Ja. Also wir sind sozusagen irgendwo wieder kurz vorm Anfang. Naja. Und das essen wir mal schnell noch weg, damit wir wenigstens die Tiere mal wieder befüttern. Wie schaut's aus? Hat was zu essen. Mal gucken. Also kümmere dich um die Beete, Stein. Kümmere dich um die Beete. Mike, kümmere dich um die Beete. Mach. Die Tiere haben Hunger, wir haben Hunger. Der Kühlschrank ist auch alles verrottet. Naja, wir schmeißen erstmal ein bisschen was rein. Denn eigentlicherweise war mein Ziel ja, jetzt nachdem wir wissen, wo der Truck ist, dass wir uns den erholen. Ja. Hier steht genug rum. Also warum Mike die Beete nicht macht. Also es ist überall, da könnte, wenn er wollte, könnte der hier machen und tun. Ich weiß nicht, warum er es nicht tut. Ja. Jetzt unsere ganzen Vorräte hier reinpacken. Wupp. So, Mike, hier, komm, da hast du auch was zu essen. Ja, ist klar, wenn der nichts macht, dann bleibt das alles stehen. Und warum genau jetzt der Kühlschrank abgetaut ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Weil Batteriekapazität ist genug da. Es ist genug gespeicherter Strom da. Wir haben außer dem Kühlschrank haben wir nichts verbraucht. Also ich habe hier weder Beton gemacht, noch habe ich hier Sand raus, Eisen geschmolzen wie ein Irrer. Also eigentlicherweise hätte alles laufen müssen. Aber das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehabt, gerade wenn ich unterwegs bin, dass ich wiederkomme und alles irgendwie für den Ofen ist. Schade, schade, Marmelade. So, das da rein und in Stahl noch rein. Hier, so. Sprich, wir müssen kräftig ackern, dass wir hier zu Rande kommen.
So, nun schauen wir mal, wie schaut es mit dem Sprit aus. Da müssen wir nachtanken. Hier ist leer. Naja, zumindest macht er wieder was. Denn wir brauchen einmal einen vollen Tank, um hinzukommen. Und was, um das Auto zu betanken. Den Truck. So, passt mal auf. Also, wir packen die mal hier rein. Und vor allem, so lange waren wir gar nicht unterwegs. Warum sind das schon weg? Ich schlafe ganz kurz. Damit wir es so halbwegs hell draußen haben. Fahre ganz kurz in die Höhle. Zack. Morgen. Fahre ganz kurz in die Höhle, hole dort Material. Und dann ziehen wir los. Mal gucken, ob wir alles überhaupt mitbekommen. Und dann holen wir uns unseren Truck. Und witzigerweise, wir müssen ja noch nicht mal nach Hause fahren mit dem Truck, sondern wir können nach Hause fahren und ihn, sobald wir ihn repariert haben, in die Garage befehlen. Naja, den Kürbis esse ich mir mal noch, damit ich auch mal ein bisschen Abwechslung habe auf der Speisekarte. So, zack. Los. Ja. Manchmal, aber manchmal bei mir halt öfter. Ja, und wenn man nicht jeden Tag spielt, und nicht jeden Tag dran bleibt, dann vergisst man auch manche Dinge einfach mal zu erledigen. Und das ist bei mir jetzt hier öfter passiert, dadurch, dass ich krank war, hat es mich doch hin und wieder mal ein bisschen abgerissen. So. Und wir schmeißen das mal alles drin. Zack. So, die Steine raus, die brauchen wir nicht. Die sind, naja. So, das haue ich auch mal weg. So, nachfüllen. Zack. Alles nehmen, nachfüllen. So, Steine gleich raus. Das sind sie nämlich weg. Und hier auch. Steine raus, Steine raus, Steine raus, zack. Ja. Nachgefüllt. Okay. Problematisch wird nämlich, ich weiß gar nicht, ob wir alles mitbekommen. Ob wir jetzt alles, was wir für den Truck brauchen, einfach so in den Rucksack und in den Karren kriegen. Naja. Werden wir sehen. Das ist so eine Frage, die stelle ich mir jedes Mal. Und ich spiele das Spiel jetzt schon seit wie vielen Jahren? Ach, ich weiß es nicht. Eindeutig schon sehr, sehr lange. Und es gibt halt immer mal noch so ein paar Dinge, die vergesse ich dann zwischendurch mal wieder. So. Auf Mike. Cool. Na, so funktioniert das. So. Na super. Ja, gut geklappt, dass das durchgelaufen ist. 1, 2. Eins hier und Nummer 1 dort. Gummi. So, das Zeug mal weg. Naja, Material haben wir ja mittlerweile ja zu Genüge. So. Du kommst hier rein.
Karre leer machen. Gar nicht drauf warten. Badam, badam, bam, 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 bam. Na los. So. Das kann in Ruhe durchrosseln, das, da müssen wir jetzt hier nicht irgendwie ewig drauf warten. Weil ich will dann los. Ich möchte dann endlich. Ja, los. Gut. Das ist gleich durch. Das ist auch gleich durch. Okay. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 davon und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut. Also, Alu hier rein. Zack. Und Kupfer hier rein. So, dann kann das nämlich in Ruhe laufen. Eisen ist weg, Kupfer ist weg, Kobalt ist wegsortiert. Passt. Haben wir jetzt alles. Ich muss noch was zu trinken mitnehmen. Das vergesse ich nämlich immer. Und dabei ist doch Trinken so wichtig. Leer. So, zack. So. Mal schauen, was Mike tut. Es geht zumindest voran. Halt, nochmal nach den Tiere gucken. Können dem vielleicht kleiner was Essbares mitnehmen. Ja, das muss Mike bleiben. Da muss er auch was essen. So. Hier schon rein. Ich finde unterwegs was. Das ist. Davon gehe ich ganz stark aus. So. Wasser. Notfalls haben wir ja noch was Essbares auf unseren Trockenständern. Na komm, los. Haben keine Zeit, haben keine Zeit, haben keine Zeit. Mit der Sonnensaberswasse drin. So. Gut, dann packen wir mal die Kisten. Also. Einmal. Zum Befüllen. Treibstoff voll machen. Gut. Haben wir. Also ich gehe mal davon aus, einmal voll reicht vollkommen. Mal weg, du Karre. So. Stahl. Wir packen mal so einen ganzen Schwung hier rein. Ich hoffe. So, du kommst hier raus. Kiste Stahl. Dann brauchen wir eine Kiste Eisen. Ah, 70,3. Kann es sein, dass... Ja, wir brauchen noch die mechanischen Komponenten. Ist immer voll. Und wir brauchen noch Plaste. Nicht alles mit. Wie viel haben wir denn jetzt zu viel? Eisenhammer-Tonne, Plastehammer-Tonne. Passt mal auf. Dann halbieren. Zack, die Hälfte hier rein. Halbieren. Die Hälfte hier rein. So. B.
Biosprit lassen wir auch hier. 3,8. So, Medizin. Halbieren. So. Mal gucken, jetzt sind wir bei 70,1. Halt, ihr kommt noch mit hier rüber. 65,6. Ich habe mir jetzt echt nicht gemerkt, wie viele Teile wir hatten. So. Sauberes Wasser. Ich lasse eine, was wiegt so eine Flasche? 2 Kilo. Lasse ich jetzt einfach mal hier. Wir haben eine Flasche, das muss reichen. Weil wir müssen dran denken, wir müssen auch noch kämpfen können. Denn wir werden nicht einfach so den Traktor rausholen, ohne dass die Freunde uns in den Hintern treten wollen. Na los. So. Ich lasse auch die Hacke jetzt hier, weil die brauchen wir nicht. So. Gut, Gewicht sagt 61,6. Schwupp. Plaste haben wir. Plaste einstecken. So, und jetzt eigentlich nur noch ein Sprit. 4. Naja. Würde ich sagen, dann los geht's. Los geht's. Vermute mal, dass das mit dem Truck genauso getimt ist, dass du gar nicht anders kannst. Ein hierher. Wir fahren unten lang sozusagen. Ist der Weg kürzer. Au. Denn wir haben ja, also ich habe ja beim letzten Mal, in der letzten Runde, bin ich glaube ich zu Fuß los marschiert. Mit Bollerwagen. Und den haben wir dann einfach dort gelassen. Glaube ich zumindest. Aber diesmal haben wir ja die Garage schon. Sprich, wir können ja jederzeit ernten. Zack. Wir können ja jederzeit den Traktor in die Garage rufen. Ja. Ja, und als nächstes dann muss ich mir mal noch Gedanken machen. Wir haben zwar jetzt die Küchenmöbel freigeschalten, aber wie platzieren wir die? Wo bauen wir die Küche hin? Ist ja bis jetzt noch nicht so Thema gewesen, wo die Küche hinkommt. Vielleicht müssen wir anbauen, aufstocken. Ich kann es euch noch nicht sagen. So weit bin ich gedanklich noch gar nicht. Ich lasse mich meistens vom Spiel treiben. Was man ja eigentlich nicht merkt, oder? Oder habt ihr noch nicht gemerkt, dass ich mich so vom Spiel ein bisschen scheuchen lasse? Gehört halt einfach mit dazu, einfach mal loszurasen und zu gucken, was passiert. Jetzt, wenn ich hier lang fahre, erinnert mich das dran an die letzte Runde, wo hier alles noch normal Wald war. Und es wirkt alles gleich so anders. Ich weiß, es kommt irgendwo eine ganz scharfe Rechtskehre und dann steht da ein Stoppschild. Das sind so Dinge, die habe ich mir beim letzten Mal gemerkt. Aber irgendwie sieht alles trotz all dem ganz anders aus, seht ihr? Ja, da. Rechts und dann nochmal rechts. Genau. Tada!
Blätter. Und die letzte Runde ist jetzt schon über ein halbes Jahr her. Und da ist das Stoppschild, was verkehrt rumsteht. So ein Blödsinn merkt man sich halt. Aber jetzt will ich den Truck haben. Jetzt haben wir so viel Zeit darin investiert oder sind so eine riesen Runde gefahren, nur um den Truck zu kriegen. Nun will ich ihn auch haben. Nicht zum Fahren, aber zum Haben sozusagen. Mein Schatz. Badum, badum, bum, bum. Ja, und dann muss ich mir mal was einfallen lassen mit dem Strom. Weil ein Kühlschrank macht ja nur Sinn, wenn das Zeug, was man drin hat. Ja. Auch halbwegs sicher ist. Und nicht, dass man ständig mit rechnen muss, dass der Strom weg ist. Zumal ich ja nichts weiter verbraucht habe, großartig. Ich sage mal, 6 Windräder und 6 Solarzellen sollten wenigstens ausreichen, damit der Kühlschrank wenigstens und die Kühlschränke wenigstens ordentlich laufen. Auch wenn nachts keine Sonne scheint und manchmal auch kein Wind ist, weil du kannst nicht 500 Windräder dahinstellen. Das wäre unsinnig. Ja. Wir sind gleich da, Freunde. War auch so prägend. Da fährst du eine Riesenrunde. Und ganz, ganz am Ende erst findest du den Truck. Ja. Nichts einstecken, Asmo, nichts einstecken. Du bist sonst zu schwer. Und schon steckt er wieder ein. Was hab ich denn jetzt eingesteckt? Da, raus. Was eingesteckt. Ist nur eine Stahlbahn. Nur. Die Gier wieder durch. Da kommt die Gier wieder durch. Man will ja nichts hier liegen lassen. Los, komm. Schneller. Komm. Ja. Ach, ist nur ein Alubahn. Na dann. So, na dann. Taschen leer. Ein bisschen beeilen. Denn die kommen ja bestimmt auch zeitnah wieder. Alles nehmen und rein. Sagt der Sprit ist voll. So. Letztlich war es das jetzt.
letztlich war es das. Also ich könnte jetzt... Wir fahren die Karre mal in Sicherheit. Ja. Und dann fahren wir mit dem Großen jetzt nach Hause. Wenigstens einmal damit gefahren. Wo war? Ach da. Den nehmen wir trotzdem mit. Na dann. Oder Haube zu. Ja. Oh je. Das wird eine Fahrt. Man kommt zwar gut voran und das Ding ist auch relativ spritsparend, muss man mal so sagen. Aber es ist trotzdem eine Fahrweise, die über. Nicht so meins ist. Aber das war Ziel der heutigen Runde, oder ist Ziel der heutigen Runde. Und dann muss ich halt durch. Ich erinnere mich noch an die letzte Runde. Ich glaube, das war die Stream-Runde, wo ich im Stream gespielt habe. Auf Twitch guckt gerne mal rein. Eigentlich fast täglich gibt es da auch noch eine Runde Livestream mit mir. Da habe ich mehr Zeit drauf verwandt, im Wald die Bäume wegzuhacken, damit ich durchfahren kann. Als was ich auf dem Bock saß, war schon nicht mehr wirklich toll. Ein Dada. Weil wir könnten ja nicht mal in die Garage reinfahren. Weil unser Tor gar nicht groß genug ist. Und das kleine Tor, naja. Also wir könnten dann zwar das große Tor bauen, aber das ist ein Prügel vom Herrn. Und braucht so viel Material. Ja, seht ihr, sind wir da auch gleich zu Hause. Da lang. Mal gucken, wie wir es denn dann veranstalten, dass wir mit dem Truck auch irgendwo halten und parken können. Oder zumindest, dass wir in die Nähe von unserem im Bauwerk kommen. Dann mache ich mir dann später Gedanken, wie man da das Tor bauen und wie man dann hier reinkommt. Ja, guck, wir sind da. Mike, guck mal. Aha, guck mal, was für eine große Karre ich habe. Meine Karre ist toller als deine. Na toll, das interessiert den gar nicht. Das interessiert den gar nicht. So. Und nun mache ich mir ganz einfach. Ich rufe mir den zurück. Ah, perfekt. Ah.
Ja. Ja, da. Pack zurückrufen. Super. Also, das ist erledigt. Ach, super. Applaus, Applaus, Applaus. Soll ich noch was drin? Nö. Guck, wie viel Sprit haben wir denn gebraucht? Ja, also wir, so viel Sprit hat er gar nicht verwendet. Naja, wir sind wieder hier. Ja. Du kommst dorthin. Materialien zurück. Ja, guck mal, das ist immerhin noch einen ganzen Schwung, was wir über haben. Ja. Was für hier und was für da und was für rum und tralalala. Gut. Wir hatten ja noch was in der Schmelze. Ja. Ist noch raus. Packen wir unser Material noch weg. Naja, dann haben wir eine kurze Runde, aber eine effektive Runde gehabt. Weil ich muss nämlich gleich weg. Hab entsprechend nicht so viel Zeit heute. Ist so, wenn man zu lange krank war, dann muss man ein paar Dinge wieder aufholen, die letzten Tage liegen geblieben sind. So, ihr kommt hier rein. So. Ja, dann haben wir das erledigt. Wir haben unseren Truck. Wir haben, naja, ein mittelgroßes Desaster hier, was die Kühlmöglichkeiten betrifft. Da ist noch ein bisschen was übrig. Und ja, sauberes Wasser sind noch drin. Wir auch, können wir trinken gleich nochmal was. Nachgefüllt, Feierabend. So, wir gucken mal, wie fleißig Mike noch war. So viel Zeit muss sein. Ah, guck mal da. Da können wir doch unsere Tiere gleich mal wieder schön befüttern. Ja, Mike. Da hast du noch mal Glück gehabt. So, zack. Dann muss ich mal schauen, an was das liegt mit dem Kühlschrank. Notfalls müssen wir halt noch mehr Batterien uns zulegen. Ah ja, Mike, mach's gut. Bist fleißig. So, das funktioniert, das funktioniert. So, mal den ganzen süffischen Müll aus dem Kühlschrank räumen. Auch noch sowas, was mich. Aber wenn ich jedes Mal, was mich so aufregt, ist, dass wenn man aus dem Kühlschrank was rausnehmen will, dass das nicht wirklich punktgenau ist. Boah, guck mal. Naja, komm, das kann alles raus hier. Ja, die Eier nicht, ich will die raus haben. Das raus und das. Und das und das. Komm los. Warum das nur mit den Gammelsäcken nicht funktioniert, mit dem Hupperschnipsen. Da, ja. Funktioniert nicht. Muss alles immer in einzelne Hand nehmen. Jetzt wirft ihr wieder rein. Ja, die halten noch ein bisschen. Ja, gut. Machen wir schnell wieder frischen Biosprit raus, dann haben wir das auch aus der Tasche. 1, 2, 3, zack. Gut, erledigt. Super. Ja, das haben wir. Das ist soweit okay. Ich packe mir meine Flasche wieder ein, meine zweite. Fülle meine Vorräte wieder auf. Ich habe noch nicht mal die normalen Verbände mit gehabt, das hätte böse enden können. Das hätte echt böse enden können. Aber naja, gut.
Da haben wir das erledigt. Das noch schnell in die Regale. Ja, Freunde, dann war's das für heute. Wenngleich es heute mal eine kurze Runde war. Ja, ich weiß, sonst beschwere ich mich immer, dass die Runden zu lang wären. Heute beschwere ich mich, dass es zu kurz war. Aber wir haben trotzdem was geschafft. Ja. Gut. Perfekt. Ich gehe dann mal wieder schlafen, das Übliche. Asmutter Penner. Und wir sehen uns dann morgen wieder in einer frischen Runde. Dann gucken wir mal, ob wir die Küche irgendwie hingebaut kriegen, beziehungsweise ob wir irgendwie was mit dem Strom machen können, dass wir hier irgendwie ausgehender Strom 150 ist der Kühlschrank, der braucht alleine 150. Oder die zwei Kühlschränke. Ja, müssen wir gucken. Dann Batterien. So langsam wird das nämlich auch voll. Mal schauen, ob wir vielleicht irgendwo noch ein Batteriegebäude bauen können. Werden wir sehen. Also, ich gehe schlafen, beziehungsweise ich mache hier noch ein bisschen mein Muddelchen und wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Ich danke euch für euer Zuschauen, für euer Interesse. Auch wenn die letzten Tage es immer mal ein bisschen sehr unstet gewesen ist, wann eine neue Folge kommt. Ich bin bemüht, ihr wisst es. Ja, also dann. Bis dahin. Tschüssikowski und bye bye.